Aber ja, die merkwürdigsten Games, da wird dann wahrscheinlich wieder. Ja, müssen wir mal gucken, was da genannt wird. Weiß ich nicht. Also, wenn mir Leute schon sagen. Aber vielleicht stimme ich ja auch. Ich weiß nicht, ob ich Octodad als eines der merkwürdigsten bezeichnen würde. Also, vor allem, weil das halt auch in diese 2000. Wann war das so? 2013, 14, 15 Ära von den Streamer, YouTube Let's Player Games, weißt du, diesen Markiplier Games so da reingefallen ist oder den PewDiePie Games. Deswegen, da weiß ich gar nicht, ob ich das halt so weird irgendwie bezeichnen würde. Ich meine, Dingens, Man, Gott, wie heißen sie noch? Oh, ich hab das Cover vor Augen auch. Das Scheiß-Cover auch vor Augen. Sowohl vom Einser als auch vom Zweier. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ich bin so schlimm da drin. Oh Gott. Alter, was ist hier? Twitch auf einmal christlicher Haufen? Mit dem richtigen Account drin? Ich hab's ja gerade eben vorm Video gesagt, dass ich nichts vorgeschlagen haben möchte. Wie ist dieses komische Sega? Du meinst wahrscheinlich das hier. Ich meine, das ist kein Fishing-Game. Das ist ein, was? Seaman, genau. Seaman. Das ist kein Fishing-Game, das ist ein Life-Simulation-Game. was war oben? Was LSD? Das merkwürdige Spiel. LSD für die PS1 ist auf jeden Fall, ja. Es gibt noch eins, das heißt, glaube ich, Germ oder Germs auf der PS1. Das ist auch mega weird. Das hat auch ein super Cover. Ich glaube, LSD ist auf jeden Fall. LSD ist ein guter Pick, würde ich sagen. Hypnospace Outlaw, ja, also wenn ich jetzt an das merkwürdigste Game, dann. Ich finde, das ist eine. Also, Hypnospace Outlaw ist cool, aber halt merkwürdig, weiß ich nicht. Also da muss ich sagen, sowas, teilweise auch Sachen, die ich bei Trash Tuesday gespielt habe, dieses Torrente oder so, 3, das war eines der merkwürdigsten Sachen, die ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe. Also das war auch so ein Ding, wo ich immer noch so, und dann scheinbar war das nach dieser ersten Story-Mission, läuft das Spiel einfach unendlich die ganze Zeit weiter, ohne Progression. Also das habe ich bis heute nicht verstanden. Weil ich auch da keinen Full-Game-Walkthrough online gefunden habe. Erinnert sich noch jemand an Front? Natürlich, natürlich an Frontschweine. Aber ich meine, so merkwürdig ist das jetzt auch nicht. %% vom Stream auf dem Klo Dauerkeulen, ja. Out of context klippen. Sopranos PS2-Spiel auch wild, da habe ich das Mini-Mini-Me, ist das? Mimine? Ich vergesse immer wieder, ich hasse den Kanalnamen. Nee. Mim. Min. Min. Nee, me. Nee, min. Hat er nicht einen davon gemacht? Oder war das wirklich nur das kann auch sein, dass das Donkey-Video nur war. Aber 24, das weiß ich, hat er wieder zugemacht. Ja. Mit Doppel-App, mit Doppel Mini, Mini, Mimme. Mini, Mim. Min, Min, Minimme. 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 Ich hasse, wie dieser Kanalname geschrieben wird. Das macht mich fertig. Mit diesem Doppel-M, was soll das? Ich finde, das ist einfach ein schlechter Kanalname phonetisch.
Weil ich jedes Mal, so, ich mag den wirklich sehr, den Kanal. Aber jedes Mal habe ich Probleme, wieder auf den Namen zu kommen und den zu finden. Ich muss da meistens irgendwie immer. Nee, das ist Mini. Mini und dann Doppel-M-E. Und das ist ja dann Minimme. Weil es ist ja Nimme, ne? Wenn ich jetzt das Mi wegpacke, dann ist es Nimme. Und dann Mi Nimme. Minimme. Oh. Killer7 ist auch merkwürdig, ja. Das kann ich durchgehen lassen. Ich muss aber sagen, ich finde sowas wie Flower, Sun and Rain irgendwie fast noch merkwürdiger. Also auch vom spielerischen Aufbau her. Mit dieser, Zeitschleife, doch, oder, ne? Zeitschleife. Das ist nochmal super zusätzlich weird. Umihara. Ich finde auch Umihara, das ist ein hervorragender Plattformer, aber Umihara Kawase ist auch ein merkwürdiges Spiel. Vor allem, weil das einfach ein Plattformer auf einem Super Nintendo ist, der insane Plattforming-Physik eben hat, mit diesem Angelhaken, den du benutzen kannst. Und dann hast du eben noch diese irgendwo im Nirgendwo vorhandenen Plattformen und es sind dann Fische, die du einsackst in deinen Rucksack und so. Und wirklich für ein Super Nintendo-Spiel, ich hab das ja oben hier, Speedrun, einfach wenn du so Speedrun dazu hast, das finde ich ist insane. Machen wir mal, das glaube ich ein bisschen. Alright, let me preface this game with the fact that this game's impossible. So, please bear with. Das ist halt, also, das ist so krass, was du in dem Spiel eigentlich auch machen kannst, so vom Plattforming. No, so, das hat ja dann auch, noch alternative Enden, die dich halt schneller really voranbringen. This und is so. Umihara Kawase, little known Japanese awesome game where. I mean, I, for one, absolutely love grapple games, and you can see every single move BJW does here is insanely complex. Once he grapples onto something, there's all kinds of... Das ist auf einem Super Nintendo gewesen, mit einem Super Nintendo Controller. Inputs you can do. You can lengthen your rope, you can shorten it, you can kind of swing around on it, and every single combination of inputs is just absolutely insane. It's absolutely nuts, and I think honestly this is probably my favorite grapple game. So coming up here is actually BJ. Das ist vor allem, das ist so hart, das dann auch richtig umzusetzen. They're not moving just on a timer. He's actually pulling them down and then just kind of jumping on them. And then also was du auch teilweise dann machen kannst. Ich weiß nicht, was hier so Weltrekord dann irgendwie ist. Oder? Das ist doch einfach hervorragend im Soundtrack. Ich finde das so krank, das Spiel. Also ja, kann ich nur empfehlen, Leute. Es gibt auch modernere Versionen davon. Ich habe keine Ahnung, wie die aktuellste davon war oder so, aber ja. Dinner Date war ein 20-minütiges Spiel auf Steam, das dir simuliert, wie es sich anfühlt, bei einem Date versetzt zu werden, während du dir die komplette unerträglichen Gedanken von Arschloch pro Tag anhören musst. Merkwürdig und horrible. Das klingt ja mega. Das ist ein französisches Spiel. Das erinnert mich an, das ist auch ein hervorragender Simpsons-Gag. For a way to name the unnameable, to express the inexpressible. Tell me more. Tell me more.
Aber ich hasse einfach nur, weil das wird wahrscheinlich ein alter Clip sein, oder? Nee, vor 4 Jahren, dann haben die das selber, dann haben die den selber beschissen gerendert. Weil es ist teilweise so, dass YouTube mittlerweile ganz alte Videos nochmal auch mit so Compression-Artefakten und KI-Upscaling irgendwie übersieht. Aber das ein richtig geiles, das war letztens, ich weiß nicht, das ist jedes Mal, wenn ich das in einem Video sehe, dann fühle ich mich so, okay, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Weil es geht nicht nur darum, dass jemand Chad Warden den Clip einbaut, sondern es gibt einen, von John Linneman gibt es einen, ich glaube, das ist ein 4K AI-Upscaling-Video, so als Test von vor 4 Jahren. Und immer wenn ich den Clip speziell in einem Video sehe, dann war ich so, wir verstehen uns. Weil dafür musst du halt, also dafür musst du das eben dann auch kennen. Ich frage mich, wie es diesem Mann geht. PS Triple. The PS Triple. I ain't talking about that Wii. That Wii shit. Shit, people will be talking about how it's all new and shit. But you know what I'm trying to say? I'm trying to say is that... Come on now. Wii? Come on, that little controller, baby, that looks like a dildo. I ain't trying to play my games with no dildo. Alright, maybe if the game is like, you know, WarioWare. Ich finde das ehrlich gesagt überraschend, dass gerade so Leute aus meiner Generation keine Chad Warden-Referenzen in ihre Spiele einbauen. Ich würde ohne Scheiß eine Chad Warden-Referenz einbauen, egal was es ist. Your own ass game, yeah. I don't know if there's any mini games where you know you have to shove it up your ass. But come on now, the Wii. People trying to say that the PS3 copied the Wii with the motion sensor. I don't give a fuck. Shit, the Wii. You know what they should copy? They should copy how to get good games. Should copy how to get good games from the PS3. Everyone knows. Is that PS3 make the best games. Now, I mean, nigga, I mean, come on. You got little games when you got Wii, or you got Legend of Zelda, where you walk around with a little bitch, and his little bitch-ass sword, with a little shield, and he just goes, ha, 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 come on. Who wants to play that shit? I need to shoot some niggas. Pow. Nintendo, and then you talk about Nintendo. Das ist einfach, das, oh. Ich glaube, das Original war von 2006 oder so, glaube ich, ja. This is how Chad Warden would look on the PS5 with Ray Tracing. Chad Warden wipes his ass with $700. Oh. Ich finde das so gut, dass Leute nach der PS5 Pro-Ankündigung erstmal hier draufgegangen sind. Nintendo isn't copying anything and how Sony is copying everything. That's just bullshit. That's bullshit. Shit, to saying Final Fantasy was on Nintendo before Sony? Have you played the PS1? Ich muss übrigens sagen, dass, ich weiß nicht, wie finde ich das? Chad Warden, es gab eine hervorragende Parodie auf das Chad Warden-Ding von Little Kuribo hier zu Naruto Obra. Das, also ich muss sagen, wirklich, das ist so gut. Bitches, it's Little UK here. I'm talking about the Naruto Abridged. The Naruto Abridged. I ain't talking about that Yu-Gi-Oh! Abridged. Man, that Yu-Gi-Oh! Abridged is shit. People be trying to say how it's all funny and shit. Well, you know what I'm trying to say? What I'm trying to say is that, come on now, Yu-Gi-Oh! Come on, man, that Tristan's hair, his hair looks like a dildo. Man, I ain't playing no card games with no dildo. Come on. Maybe if one of the cards was like obnoxious Celtic shove it up your own ass monster. Like, maybe if there was a trap card that, like, made it so you had to shove it up your own ass. I don't know.
Come on. But come on, Yu-Gi-Oh? People be trying to say that, like, Naruto Abridged copied Yu-Gi-Oh Abridged with the... I don't give a fuck. Sheesh. Ich muss wirklich sagen, ich find's einfach... Ich hatte das irgendwann mal vor ein paar Jahren oder vor ein, zwei Jahren nochmal entdeckt. Das ist halt 16 Jahre alt, Leute. Dieses Video ist 16 Jahre alt. Holy shit, ey. Oh mein Gott. Ah! Ah! Frühes Internet ist alt! Oh. Aber ja, das fand ich herausragend. Also gerade nochmal im Vergleich. Alter, ich bin's. Wir kommen irgendwann ans Ende. Ich kann nicht glauben, Yu-Gi-Oh! Abridged, die erste Episode davon. Ich weiß gar nicht mehr, wann die hochgeladen wurde, weil die sind ja, das waren ja auch, glaube ich, noch teilweise auf anderen Kanälen zuerst und dann wurden die Sachen ja gelöscht. Ne? Ich glaube, hier ist Episode 32 oder so drauf. Ich weiß, glaube ich, noch, ich habe Yu-Gi-Oh! Abridged damals gefunden, als ich in der Uni war. So, ich hab Yu-Gi-Oh! Abridged Ende 2009 damals gefunden. Na, da musstest du damals noch auf die Webseite gehen, um das sehen zu können von ihm. Und ich glaube, da war es schon zu, bis zur Episode 20 oder so, war es, glaube ich, drin. Also ich glaube, das muss irgendwie wirklich uralt angefangen haben. Und wir sind wahrscheinlich so nach 20 Jahren dann irgendwann durch. Ich muss sagen, also ich guck die neuen Folgen dann auch immer noch. Und find's immer noch super. Find's immer noch herausragend. Das war absolut großartiges Ding. Oh, einfach diese dämlichen Running Gags. Auch jedes Mal der Song dann bei Duke Devlin, dass er jedes Mal Sexy Back eben lief, wenn er gesprochen hat. Oh. Das wahrlich älteste Laufen. Ich glaube, es war ja auch das erste, oder? Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Abridged war das erste. Weil Dragon Ball Abridged gab es ja erst, oder DBZ Abridged gab es ja erst Jahre später. Ich weiß nicht, ob ich das zusammen schauen kann, weil das halt auch wieder so Copyright-Probleme vielleicht macht oder so. Deswegen, ich meine, klar, die sind auf seinem Kanal verfügbar, aber das dann auch nochmal irgendwie. Aber das, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die originalen Episoden dann verfügbar sind. Wahrscheinlich auch irgendwo auf YouTube oder Internet Archive, wenn sie mal wieder live sind, ja. Björn referenziert Videos, die über 10 Jahre alt sind. Ich glaube, ist es dann eine separate Karte, wenn es Björn zeigt? Björn zeigt mitten in einer Reaction einen separaten Clip. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall was für eine Bingo-Karte. Also, die habe ich schon von einer Weile runtergenommen, ja. Ich wollte aber demnächst, glaube ich, ein paar Game-Pro-Test-Checks gucken. Ich wollte zumindest mal den ersten gucken. Das müsste, glaube ich, 03/2003 gewesen sein. Oder? Ist das dir danach gewesen? Oder war es 01? Alter, das ist die komplette Ausgabe einfach. Oder? Nee, das ist einfach nur die News davon. Es gibt auch, glaube ich, komplette. Hier, so Supercut. Das war Resident Evil Zero. Das war nicht die war davor. War das dann. Das war dann vielleicht. Entweder ist es dann 02 oder 01 gewesen. Nee, hier 02, genau. Das ist der allererste Testcheck, den ich damals gesehen habe. Hallo, liebe Testchecker. Personen, David.
Weil ja, da kommt das Knight Rider-Spiel drin vor. Das war so weird, weil ich hatte das halt Anfang 2003 gesehen. Und Ape Escape 2 habe ich dann das erste Mal in so 2016 gespielt. Und dann einfach auf, und dann irgendwann diese Levelmusik hier zu hören, in echt, und das zu spielen. Es spielt sich wirklich super und das sehen wir jetzt gleich. Also, ich spiele diesen Jungen. Das hat mir so insane Nostalgie-Flashbacks damals gegeben, als ich das gespielt habe. Obwohl, ne, ich habe es halt nie gespielt. Ich habe immer, das Einzige, was ich von dem Spiel jemals gesehen hatte, war eben dieser Auszug aus dem Testcheck. Oder hier Alpine Racer 3 war es, glaube ich. Schneller! Alpine Racer 3? Das ist, und das war auch das Maximum, nee, Hot Wheels Maximum Velocity, nee. Maximum Justice Hot Wheels Velocity X Maximum Justice müsste es, glaube ich, gewesen sein, ne? Justice für die jetzt gerade Hot Wheels Velocity X Maximum Justice. Exakt. Für die PS2. Das ist so ein cooler Name, dass ich ihn direkt nochmal sagen muss. Das ist so ein cooler Spielname, den muss ich jetzt einfach direkt nochmal sagen. Also, das Spiel heißt Hot Wheels Velocity. Alter, ich hab das. Ne, wenn man so denkt, oh, heutzutage, ich guck da nochmal meine YouTube-Videos nochmal oder schau die abends zum Pennen an. Ich hab das damals mit den GamePro-DVDs gemacht. Ich hab teilweise, wenn ich irgendwie krank im Bett lag oder es mir irgendwie nicht gut ging, dann habe ich teilweise die ganzen alten GamePro-DVDs ausgegraben, hab die in meine PS2 gelegt und dann mir die nochmal angesehen. Wieso kann Björn das auswendig? Oh, das war, wie gesagt, da war auch noch das Knight Rider-Spiel drin, da war auch noch das, ach Gott, da weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr, wie das heißt, wo andere den Panzer aussucht, um für die Mission, was war das, die Freundin zum Ziel zu bringen oder so? Genau das hier. Das war irgendwie City irgendwas oder so, ich bin nicht mehr ganz sicher. New York Runabout 3 für die. New York, okay, genau, New York Runabout 3 und dann mit dem Panzer hier und dann nachher wechselt das auf eine normale Sportskarre. Daher hatte ich nämlich auch damals dieses, weil er dann sagt, oh, das ist ein Ding, das könntet ihr einfach für irgendeinen Zockerabend oder so holen. Und das war das, was mich damals auf die Idee gebracht hat, ja, okay, lass mich doch einfach mal mit, lass da einfach zusammen an einem Wochenende einfach nur nicht so LAN-Party, sondern wirklich einfach nur vor einer Konsole. Und dann einfach ein paar Titel irgendwie zusammen spielen. Das hat mich damals dafür inspiriert, das weiß ich noch. Das war auch damals eine coole Arc, weil André keine Ahnung von den ganzen Sportspielen eben hatte. Das war, glaube ich, so RTL Skispringen. Und in dem Jahr danach ist dann damals Benny dazugekommen, der eben Ahnung davon hatte. Und dann hat der André das erklärt und dann hast du wirklich so diese Arc gehabt von in dem einen Jahr, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und im nächsten Jahr, oh, jetzt hat er mir erklärt, wie das geht, ja. Du hast das, nein, das ist Core Memory. Das ist Core Memory, das ist hier genau, das ist SOS The Final Escape, wo er dann auch so, das hier, jetzt fällt das Ding gleich raus und dann so, ach, das ist dumm. Und dann habe ich das nachher gespielt, all die Jahre später, in 2018, als ich ein Video dazu gemacht habe. Und hatte auch gedacht, oh, jetzt kommt wahrscheinlich eine voll fiese Stelle. Und es war super easy. Sollte man echt mal ausprobieren. Also ich möchte es nicht verdammen von vornherein. Würde ich gerne mal noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Werde ich wahrscheinlich privat tun. So, zum Schluss seht ihr jetzt gleich hier noch eine der Stellen, von denen ich sprach. Wir laufen hier unbedarft lang und zack, Game Over. Sowas ist dumm. Aber. Und das Einzige, was er hätte machen müssen, wäre zurückzulaufen. So zu sehen, dass die. Wir laufen also hier unbedarft. Einfach stehen bleiben. Einfach nicht da reinlaufen. Und zack. Einfach nicht da reinlaufen, André. Zack, Game Over. Sowas ist dumm. Aber weiß nicht, wie oft es kommt. Oh, Alter, ohne Scheiß. Ich glaube, alte GamePro-Videos gucken, das wäre richtiger, krasser Nostalgie-Flash. Ich weiß nicht, haben die auch noch so Sachen wie Halo LAN Party,
wo Kai und Henry auf so einer riesigen Halo LAN-Party waren. Ja, Baby! Uns gezwungen, so nah beieinander zu stehen, das machen wir sonst nämlich nicht. Sieht einfach aus, als wär's das Wii-Mikrofon. So, und Werbung machen wir auch die schon gar nicht direkt für die Xbox. Wir sind hier auf einem alten Kasernengelände in Landshut, wo die weltweit erste Xbox LAN-Party stattfinden soll. Jetzt gehen wir mal los und gucken uns das an. Alter, die Musik einfach so geil. Ja, Baby, M2, let's go. Hey, Leute. Das ist Marc, auch bekannt als Dino. Er hat die LAN-Party hier aus dem Boden gestampft. Wie bist du nur auf die Idee gekommen, sowas aufzuziehen? Das ist, wie gesagt, oh, Alter, da gibt's so viel. Da gibt's so viel. Auch noch irgendwie das, der Donkey Konga-Test. Mit Bernd, der so ein bisschen aussieht, als wäre der Sohn von Reggie. Hallo, liebe Bongo-Freunde, Mikrofon in der Mitte davon. Einfach. Im Spiel müsst ihr dann im richtigen Augenblick auf die Trommeln schlagen oder in die Hände klatschen. Das, ich weiß nicht, ob das hier da drin war, wo sie noch irgendwie sowas versucht haben. Nicht mehr angezeigt. So, oder? sag mir nicht, dass nur ich das sehe. Werden. Bis auf den Münzensammelmodus dürft ihr alle Arten mit bis zu 4 Spielern. Ich glaube, das war dann noch in einem anderen. ich glaube, das war noch in einem anderen Video, wo sie da irgendwie einen Gag mit reingebracht haben mit Donkey Kong, aber ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ja. Ich weiß, was ich als den merkwürdigsten Stream-Moment. Alter, ich habe so viel. Also, was so GamePro von gerade so 2000. Von 2003 bis 2005, würde ich mal sagen. Das ist bei mir, also gerade die Jahre 2003 und 4, wahrscheinlich auch noch 5, die sind wirklich, die habe ich einfach rauf und runter gesehen und gelesen alles, ja. Wie alt warst du zu der Zeit? Ich meine, also das erste, was wir gesehen haben, der Testcheck, das war die Ausgabe, die im Januar, glaube ich, rausgekommen ist damals. Januar 2003. Das hieß zwar, das war zwar die Februar-Ausgabe, das war irgendwie immer so versetzt, wie die dann erschienen sind. Da war ich 13. Also ich bin dann im Sommer 2003 bin ich 14 geworden, aber ja, da war ich 13, als das rauskam. Na, also das war halt so perfekt in den formativen Teenie-Jahren, wo ich das konsumiert habe. Auch so die, oh Gott. Das war ja auch das erste Mal, wo ich so Akihabara kennengelernt habe. Haben die davon auch die Clips? Nee, hier Super Potato war das erste Mal. Was an sich so voll der so Tourist-Trap ist irgendwie. Aber trotzdem habe ich das da beim ersten Mal genau hier. Oh, das war das, ich weiß nicht, war das mit André und Bernd? Weil die hatten auf jeden Fall mal auch so ein Ding, wo sie dann gesagt haben, oh ja, das, das war glaube ich Henry, wo sie dann irgendwie gesagt haben, die Taschen sind voll und die Kreditkarten sind leer oder so. Wo sie dann, du hast eine Szene, wo sie dann nachher ins Hotel zurückgehen. Muss mal kurz gucken. Das war halt super cool damals, weil du sowas noch nie in der Form irgendwie gesehen hast. Kann aber auch sein, dass das in einem anderen Video war, wo es glaube ich so zur TGS ein Beitrag war und dann sind sie eben danach nochmal ins Hotel dann wieder gegangen oder so. Ich glaube, da kann ich mich an irgendwas erinnern. Die TGS-Videos bei denen waren auch einfach legendär, muss ich sagen. Das war halt so die. Du hast zu dem damaligen Zeitpunkt keine wirkliche andere Möglichkeit gehabt, da so die Informationen zu bekommen. Weißt du? Das, oder halt mal Bilder davon zu sehen. Das waren auch die E3-Ausgaben, die fand ich da immer gut. Es kann sein, dass es dann in einem anderen TGS-Video irgendwie war von denen, aber Da weiß ich noch, da gibt's eine Szene, wo die in Hotels reingehen und dann irgendwie mit vollen Taschen und leeren Kreditkarten oder sowas. Irgend so ein Spruch.
Das war mein erster Geburtstag, Bro, hör auf, sowas zu sagen. Digga, ich weiß nicht mal mehr, ob ich vor 2003 bis 2005 gelebt habe. Ich habe ein sehr gutes, ich bin halt nicht so insane wie Tim Rogers, wo das ja schon so crippling ist, wie gut er sich an die ganzen Sachen erinnern kann. Aber ich habe ein sehr gutes Gedächtnis für solche Sachen. Deswegen, also gerade was so visuelle Dinge. Ich dachte gerade so, was ist Dexter Morgan in Akihabara? Time to find the Super Potato Killer. The Bay Harbor Butcher in Japan, let's go. Mein Algorithmus schlägt mir momentan aus irgendeinem Grund wieder Dexter vor, wo ich denke, ist es jetzt an der Zeit, dass Dexter-Clips online wieder kursieren? Sind wir jetzt in der richtigen Zeit, dass Dexter wieder gut ist? Ich würde, glaube ich, gerne nochmal die ersten, oder sagen wir mal, die ersten beiden Staffeln Dexter und dann die vierte gucken. Die dritte war auch ass. Und dann die siebte war, glaube ich, nochmal gut. Aber das ist halt wirklich, weißt du, so eine Serie, wo halt die Hälfte der Staffeln gut sind und der Rest einfach ist scheiße. Timeout verlässt Mods sich alt fühlen, ja. Surprise, Motherfucker. All rise, Motherfucker. Dexter Pre... Oh, das war einfach immer das Beste, wenn sie die Rückblenden hatten. Und anstatt irgendwie einen anderen Schauspieler zu nehmen, hattest du dann immer Michael C. Hall, der in so einer richtig schlechten Perücke gespielt hat. So... Das sah immer so scheiße aus. Wenn du, keine Ahnung, so Dexter First Kill Flashback. Was ist das? Dexter Originals? Oh, bitte nicht. Ist das das? Nee. Es gibt so... keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich nicht... Vielleicht einfach nur Flashback oder so, dass ich dazu einen Clip finde. Weil das sieht einfach so kacke aus. Das sieht einfach wirklich, wirklich so scheiße aus. Haben sie das hier drin? Ich glaube, haben sie halt einen alten Jungen genommen. So wie hier, einen Jungen genommen. Aber es gibt halt Clips, wo... Genau hier! Hier! Was ist das? Was ist das? Alter, jetzt sind wir bei Dexter. Ich pack's nicht. Das ist wie mein Hirn funktioniert den ganzen Tag. Oh. Ja, Rip auf jeden Fall war ziemlich gute Musik. Auch das Intro ist super. Ich liebe einfach, wie scheiße das aussieht. Wie scheiße das aussieht. Das ist so ein bisschen wie das, was war das? American Sniper Baby? Einfach ein Oscar-Film. Hat er nicht einen Oscar bekommen? Oder der war zumindest für einen Oscar nominiert auf jeden Fall, ne? Weil das ist so... I do. Yeah, but see, they can't wait and we can. Wie er mit dem Daumen versucht. Den Arm zu... Das sieht so scheiße aus. Oh. Oh. Was soll das heißen? Oh.
Wie gesagt, mir geht's nicht um die Qualität vom Film. Darum geht's mir nicht, aber einfach, das ist halt wirklich so. Vor allem das so zu zeigen. Das ist ja im Kino in der Leinwand. Das ist ja nicht irgendwie, oh, das haben wir jetzt für ein TV in irgendwie 480p oder so, den du das schaust. Das ist auf der fucking Leinwand gewesen. Deswegen, weil ich muss mal kurz gucken. American Sniper Oscar. Bester Tonschnitt, bester Ton, bester Hauptdarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Film, bester Schnitt. Was? Aber das war doch nur Nominierungen, oder? What the fuck? Alter, ich hasse diese Wikipedia-KI-Zusammenfassung. Das geht mir so auf die Nüsse. Received 6 Nominations. Ja, Sound, okay, der hat einen Oscar bekommen für Sound Editing. Aber die Sache ist, der war halt Best Picture nominated. Ja, bestes Fake Baby fehlt. Oh. Wir waren irgendwie noch bei Dexter, ich weiß nicht. Ja, weil ich bei Dexter war, wegen dem, guck mal, wie scheiße die Haare aussehen. Und dann ist mir halt wieder diese Szene aus American Sniper mit dem Baby eingefallen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und theoretisch wäre jetzt auch die Möglichkeit hiervon, oh, was waren denn noch andere peinliche Best Picture, oder nicht, was heißt peinlich in dem Fall, aber so weirde oder Best Picture Nominations, die irgendwas, sowas Schlechtes irgendwie drin hatten oder so. Es gibt immer einen Zusammenhang. Ich gehe nicht einfach random von Punkt zu Punkt. Björn, geh schlafen bitte, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Alles klar, Leute. Dann machen wir machen, glaube ich, am besten Ende Gelände. Dann gehe ich ins Betty Popetti, weil ich muss in 7 Stunden beim Physio Popysio sein. Und Alter, Bombe, wir müssen irgendwann mal im Podcast über den. Ich weiß, wir haben mal privat nach oder vor Garfield darüber gesprochen, aber wir müssen mal im Podcast deinen Tarantino-Hate, finde ich, thematisieren mit Sia zusammen. Das fände ich ganz interessant. Aber ja, gut, dann sollte es das gewesen sein. Und jetzt 6 Stunden, Björn? Nein, in 7 Stunden. 9:30 Uhr. Es ist 2:30 Uhr. Noch 7 Stunden bis dahin. 9 minus 2 ist 7. Sie hat es auf meiner Seite. Ich bin jetzt nicht so, als ob ich irgendwie der große Tarantino-Verteidiger wäre, aber ja, können wir mal auf jeden Fall besprechen. Das soll es heute gewesen sein. Ich bin morgen irgendwann im Verlauf des Tages auch wieder online, dann machen wir Alan Wake 2. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein sehr cooler Stream. Vielen, vielen Dank für alle, die da waren. Vielen Dank für die Abos und die Spenden. Ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich sicherheitshalber das Ganze im Abwehrmodus irgendwie so halten. Wenn Leute mich kontaktieren wollen, es gibt eine E-Mail, dann kann man eine Zeit dafür ausmachen. Aber ich lasse mich erstmal in meinem eigenen Stream irgendwie nicht belästigen irgendwie. Also ja, das soll's gewesen sein. Macht's gut. Bis dann.